Und dann schicke ich mal eben die rote Farbe durch die Toilette, bevor ich es vergesse. Und dann gehen wir mal hier rüber. Geh doch mal weiter. Hä, geh doch mal weiter hier. War ja nicht auch ein Briefkasten? Hier war auch ein Briefkasten. Die Post. Das ist nicht gut. Er ist nicht unterschrieben. Ach, shit. Wer soll denn unterschreiben? Wer soll den denn unterschreiben? Kann ich den... Was? Hier. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Okay, wir gehen mal rein. Wir haben einiges auszuprobieren. Und zwar das Erste, was mir... Das wäre nicht gerade nett. Was kann Außerdem hier? Könnte man mich erwischen. Was kann ich denn... Kann ich dem hier eigentlich den Hut nehmen? Das wäre nicht gerade nett. Ich meine, warum steht denn der da Außerdem eigentlich? Könnte man mich erwischen. Warte mal. Kann ich dir das... Ich will nicht. Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich... Achso, was hat man denn hier nochmal? Den Laborkittel, das schwarze Brett. Hier, warte mal, kannst du den unterschreiben? Ich will nicht. Benutze das schwarze Brett mit Laborkittel. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Was? Ich bin angestellt. Aushilfe, hier. Geht das? Scheinbar. Was ist das? Gesucht? Ja. Fleißige Aushilfe? Sehe ich so aus? Genie helfen. Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Bitte? Also, nimm dein Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Okay. Was mixt er denn da zurecht? Nimm! Jetzt haben wir einen Arbeitskittel. Und jetzt kann ich hier noch irgendwas machen? Kann ich hier irgendwas rumexen auf dem schwarzen Brett? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ja, okay. Dann gehen wir halt wieder hoch. Und jetzt, Treppen. Muss ich nach oben? Du Ferkel. Ich gehe nach oben. So, was hatten wir denn hier? Hier gab es, ja, da, warte mal, da waren wir soweit durch. Wenn mich das... Kann ich ihr hier in den Kittel gehen? Nimm das weg, ich hab zu tun. Oh, Entschuldigung. Hier, kann ich das Muster nehmen? Puh, ich hab mich nie für Geschichte interessiert. Nimm es doch einfach. Die mag ich. Zu spät, die wurden schon abgelehnt. Dann muss ich hier mal ein bisschen rumexen. Ich hab nicht viel Ahnung von Design. Auch nicht, okay. Okay. Wir gucken nochmal hier. Was war hier nochmal? Was könnten wir denn ihm Gutes tun? Ich will nicht. Was können wir denn machen? Ich hab hier was für dich, Mister. Mister. Mister Superhirn? Gib schon her. Wie? Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Was macht er denn jetzt? Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Ah, okay. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Ist der andere Sache nicht auch geflogen? Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen.
Okay. Nein, da kommt nichts. Was kommt nicht? Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Schubs ihn einfach? Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Kann ich den Drachen... Jetzt! Ups! Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Okay. Was? Ich hab's. Wunderbar. Wunderbra. Gib mal her, was muss ich... Ich dachte... Okay, ich schmeiß den Drachen einfach mal in die Luft. Oder kann ich hier irgendwas... Jetzt! Yippie! Okay, es geht. So, Zieh ihn dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Ist... Er lebt ja noch. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist. Was meinst du, sollten wir machen? Einen Hut aufsetzen? Einen Helm aufsetzen? Was ist denn mit dem Hut von der Mumie? Weiter versuchen. Das nenne ich Forschung. Ja. Gib nochmal her. Kann ich denn irgendwas machen? Anzünden das Ding. Was? Der hat doch gar nicht jetzt gesagt. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt. Du hast aber nicht jetzt gesagt. Den Drachen. Du hast nicht jetzt gesagt. Verdammt. Du hast doch gar nicht jetzt gesagt, Mensch. Ich glaube, ich möchte noch mal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Was für ein Nörgler. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ich träume mich noch ein bisschen rum, ja. Sicher, komm. Warum nicht? Prächtig. Boah, was musste man denn da nochmal machen? Ich weiß nur noch, dass der Drache vom Blitz getroffen werden muss. Aber das tut er ja schon. Drachentasche. Jetzt! Drücke Drachen. Hallo, mächtiger Tor! Fällt dir denn wieder auf den Kopf, oder was? Dasselbe komische Phänomen? Ja. Mist. Was meinst du, sollten wir machen? Keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Ich würde in mein Labor gehen und alles nochmal überdenken. Ich würde mir vielleicht einen Helm aufsetzen. Die könnte von mir stammen. Dass er dann nicht selbst drauf kommt. Mr. Genie. Was ist das eigentlich für ein Genie? Weißt du, kommt nicht auf die Idee, sich einen Helm aufzusetzen, wenn dir der Drache zweimal um den Kopf fällt. Ach, okay. Wie kriegen wir den Brief unterschrieben? Ist die Frage. Hier, diesen Hut, den können wir gar nicht nehmen, schade. Ach ja, genau, warte mal. Kann ich das hier reinschmeißen? Ich will nicht. Nein. Kann ich ihm was Gutes tun?
Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Na bitte, bitte, bitte. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Ich hätte da noch entkoffeinierten. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ach, dann geht das. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Habt das jetzt Nein, bald mal? Du machst es. Wer hat's denn jetzt gemacht? 2 Stunden später. Du großes Baby. Er grinst. Verfassungsentwurf. Hui, schon fast voll. Kann ich das tauschen hier? Ich will nicht. Warte mal, kann ich die goldene Feder benutzen mit... Hey, Finger da weg. Was? Wieso? Ich will nicht. Okay. Kann ich mit dem nochmal... Was ist denn eigentlich hier mit der Zeitkapsel? Kann ich die nehmen? Fass das nicht an. Das Warum gehört nicht? Dem Staat. Wer ist denn der Tom. Staat? Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Ah. Und jetzt? Während wir reden, überdenkt Hancock noch einmal seine einsilbige Unterwäsche-Anmerkung. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Einsilbige Unter... Und, wie geht's der Zeitkapsel? Was? Niemand hat mir etwas gebracht. Ich habe ein Problem damit, die Leute zu motivieren. Bis später dann. Verstanden. Was? Was passiert später? Okay. Hallo? Quatschen? Hallo? Die Decke fallen lassen. Besser jetzt mit dem Feuer? Viel besser, danke. Meine Zähne waren schon am Zerbröseln und die Decke hat es auch nicht gebracht. Nettes Bild von einem Truthahn. Schön, dass du so denkst. Die Wahl des Nationalvogels steht auf der Tagesordnung unseres Kongresses. Okay. Ich dachte, der Nationalvogel sei der Adler oder so etwas. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Nun, es gibt da 2 verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ben Franklin und ich sind für den Truthahn, während Jefferson und Washington einen Adler haben wollen. Aber Franklin ist ständig draußen und spielt mit seinem Spielzeug, anstatt uns zu helfen. Also steht es 2-1. Ja, warum nicht? Was ist so toll an einem Truthahn? Sie haben uns beim Überleben geholfen, seit wir einen Fuß an Land setzten. Sie stehen für die Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen und für den Fortschritt. Außerdem sind sie süß. Genau, darum gibt es sie auch immer zu Thanksgiving, weil die so süß sind. Was stimmt mit dem Adler nicht? Zum einen ist es ein Raubvogel. Ich glaube nicht, dass das zu uns passt. Diese Anspielung, das passt hervorragend, würde ich sagen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel? Häuslichen Frieden. Etwas über die nationalen Schulden rausfinden? Schulden? Das ist ein erfolgreiches Land. Wir haben keine Schulden. Noch nicht. Aha. Gut. Ja. Was ist mit dem Vogel über dem Kamin? Oh, das ist ein Frühwarnsystem. Ja, das ist genial. Der Vogel ist trainiert, die Glocke zu läuten, wenn er Rauch riecht. Dann wissen wir, dass das Haus brennt und können abhauen. Darum nehme ich jetzt auch die Decke und schmeiße die in den Kamin und dann raucht es oder sowas. Warum reagiert er nicht schon auf den Kamin? Ich glaube, das liegt daran, dass der ganze Rauch oben durch den Schornstein geht. Ah, okay.
Okay. Wer füttert den Vogel? Eigentlich macht es niemand. Er füttert sich selbst. Es ist eine spezielle Züchtung, die ihre Nahrung vielleicht selbst produziert. Vielleicht muss ich den Kamin auch verstopfen. Das spart Zeit. Ich denke, in der Zukunft werden alle einen haben. Oh, alles klar. So einen Vogel will ich auch. Wer hat sich das ausgedacht? Red Edison, der Besitzer dieses Gasthauses. Aha. Toll, oder? Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Nimm mal die Decke. Die, kann ich die hier reinschmeißen? Ich habe Besseres zu... Okay, ich hab's mir schon gedacht. Hier gab's nichts mehr, ne? Was war hier? Hier gab's auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal... Durch den Kamin komme ich jetzt nicht mehr nach oben. Das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Oh oh. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Ach, alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, die Decke oben auf den Kamin zu legen, aber kann ich die denn nicht auch als Design geben? Warte mal, wo war die denn? Wo war die junge Dame? Hier. Guck mal, ein neues Design. Ich habe Besseres zu tun. Oh, das geht gar nicht. Na gut. Hä? Ich kann mich entsinnen, dass man der ein neues Design unterjubeln musste. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Jetzt ist er wieder weg. Ich will nicht. Hier konnte man... Ach, ins Bett. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Hier und? Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Kann ich das putzen? Ich will nicht. Nichts zum Saubermachen da. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ich würde da keinen Fehler erkennen, selbst wenn er mir die Hand schüttelte. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ja, okay. Das hat soweit nichts gebracht. Dann gehen wir mal hin. Ach, wie war ich da gerade? Das Pferd. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Jetzt geht's los. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Ist das eine abgewandelte Version von... Das hat sich gerade angehört. Wie... Leise rieselt der Schnee. Ach so. Nee, hier hatten wir ja auch schon... Was ist eigentlich mit der Tonne? Ob da wohl was zu essen drinne ist? Ich will nicht. Kann ich denn hier irgendwas machen? Sowas? Ich will nicht. Hab ich mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Okay, da fällt mir jetzt auch gerade nichts zu ein. Aus dem Fenster. Bah. Jetzt testen wir das mal. Geht das? Können wir die... Ah, jawohl. Das geht schon mal. Warum springen die denn aus dem Fenster? Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Diese Pfeifen. Diese Pfeifen. Dann nehmen wir die mal mit. Nee, die könnte sich entzünden. Was? Nee, die könnte sich entzünden. Wodurch? Meinst du, die reagiert mit Sauerstoff oder was? Hä? Okay. Wir gucken mal. Wir gehen mal runter.
Aber dann qualmt da unten doch alles weiter, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Kommen wir da jetzt überhaupt rein? Wenn ja, dann ist ja okay. Da sind auch noch Bilder an der Wand. Ich weiß nicht, ob wir da noch was machen können. Ach, guck mal, jetzt scheint es zu funktionieren. Kann ich den nehmen?